Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit dem gewundenen Abgrund Ebene 12 mit ganz neuen Gegnern und sogar einer Besonderheit. Und zwar haben wir hier Bosse plus andere Gegner. Normalerweise ist es ja eigentlich in der Regel so, dass die Bossmonster solo sind. Hier haben wir jetzt die gefiederte Pilzbestie plus ein paar zusätzliche Pilze und Magu Kenki plus einen schwarzen Schlangenreiter. Also ein vermutlich deutlich erhöhter Schwierigkeitsgrad, als wenn die Bosse solo dabei wären. Und ja, wir haben aber einen relativ guten Monatssegen. Achso, da muss ich nochmal zurückgehen hier. Weil man, nachdem man Standardangriff und Elementarfähigkeiten Schaden verursacht hat, nachdem man eine Elementarfähigkeit eingesetzt hat, verursacht Elementarfähigkeiten und Standardangriffe 40% mehr Schaden. Das ist ziemlich heftig tatsächlich. Ich meine, 40% mehr Schaden, das ist ziemlich krass. Ich kann mir irgendwie nur nicht drauf wirklich so, ja, das zweite Team wird mein Hutao-Team sein. Wasserpistole Hutao. Und das erste Team, da bin ich mir jetzt echt unschlüssig, weil gefiederte Pilzbestie bräuchte man eigentlich Elektro. Aber gefräßiger Junker Saurier Bergkönig bräuchte man eigentlich Pyro. So ein bisschen wieder so Widerspruch in sich. Ich glaube, ich probiere es mal mit einem neuen abgefahrenen Team. Yaemiko. Weil Yaemiko kostet immer so viel Zeit. Ich würde sagen, vielleicht sogar Fischl. Kokomi für den Heal. Dann haben wir auf jeden Fall Elektro und Pyro. Ja, dann bräuchte man vielleicht tatsächlich doch noch mehr. Elektro tatsächlich. Und doch Yaemiko. Also, warum klicke ich da die ganze Zeit drauf? Ja, ich hätte halt gesagt, so rein für den Damage reicht ja eigentlich Alechino. Elektro brauchen wir zwingend für die Pilzbestie, weil ohne Elektro ist die voll ätzend. Ich hasse die ohne Elektro. Beim Junker Saurier ist es eigentlich egal, solange man eine Pyro-Figur hat. Und hier müsste es eigentlich auch egal sein. Ich meine, wenn es in Raum 1 schon nicht funktioniert, dann sehen wir es ja gleich, dann kann man es nochmal ändern. Das Einzige, was mich an Alechino richtig nervt, ist, dass man sie nicht heilen kann. Ne? Also dieses Eid des Lebens. Absolut kein Fan davon. Absolut kein Fan davon. So, see you later, little bro. Okay, was ist denn das für ein komischer Raum? Nur 5 Gegner? Oder sind echt nur so 5 Fatui-Fritzen? Das ist ja relativ langweilig. Dann tun sie mir doch den Gefallen und springen aufeinander. I like that. Der eine ist weggejumpt. Das mag ich doch nicht mehr so sehr. Oh, das sollte eigentlich reichen, um ihn zu killen. Nope, er ist außer Range gejumpt. Oder? Ne, er ist noch da. Ja, Miko, töte ihn doch jetzt endlich. Wieso lebt der Heini noch? Wieso lebt er doch? Hallo? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum lebt der noch? Der war einfach 20 Minuten lang ohne Lebensleiste da am Start und hat die ganze Zeit Schaden bekommen. Ist einfach nicht gestorben. Okay, das war ein bisschen Fail. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser gewundene Abgrund der leichteste aller Zeiten wird. Das war der leichteste Raum 1 ever. Ohne Spaß. Ah, okay, die drei Gegner kommen jetzt alle einzeln anscheinend. Das ist natürlich grundsätzlich nicht so schön. Ah, ja gut, bei dem Okeanospuk ist natürlich, ja, ist natürlich nicht so gut, dass ich hier zwei Hydro-Figuren habe. Aber das ist ja nur ein Okeanospuk und nicht der Boss. Wenn das jetzt der Boss gewesen wäre, dieser, wie auch immer der heißt, dieser Hydro-Typi, dieser Elementarfuzzi, dann hätte ich gesagt, okay, das könnte ein bisschen kritisch werden. Aber so nicht. Das war legit der leichteste Raum 1 aller Zeiten. Ich habe komplett gefailt in der ersten Hälfte. Das hätte locker 20 Sekunden schneller sein können. Oder zumindest 10. Und wir hatten absolut keine Probleme. Also es war der leichteste Raum 1 ever. Aber ich sag's euch, es liegt an dem Monatssegen.
Weil der Monatssegen, der ist brutal. Da sieht man mal, wie heftig dieser Monatssegen ist und wie unfair das ist, wenn es ein Monatssegen ist, der zu krass zugeschnitten ist auf eine Figur oder ein Element. Wobei man natürlich sagen muss, Nachtsehen-Segen-Charakter haben 80% mehr Schaden. Also ich habe keine Nachtsehen-Charakter im Team, das heißt meine haben alle nur 40%. Also wenn man sich jetzt hier ein Natlan-Team macht mit Kinich, Mualani und Kachina oder so, das würde richtig abgehen. So. Den auch komplett aufladen hier. Und nicht sterben dabei, wenn es geht. Immer wieder die gute alte Yamito. Die fast jedes Mal von jedem x-beliebigen Gegner gewone-shottet wird. Ich weiß gar nicht, warum das so schlimm ist bei Yamito, aber die hat echt so ultra wenig Leben. Also ich muss, wahrscheinlich müsste ich ihre Artefakte nochmal anpassen. Wahrscheinlich habe ich sie einfach zu schlecht ausgerüstet. Aber irgendwie nur daran kann es halt irgendwie auch nicht liegen. Aber das doch immer wieder passiert, irgendwie schon. Aber man sieht es jetzt, ne? Oh! Naja, egal, ich töte sie jetzt einfach, das dauert sonst zu lang. Man sieht es jetzt, da will er noch die 8.30 haben. Dadurch, dass jetzt diese Pilzbestien vorgestellt waren, also wären eigentlich schon längst fertig gewesen, aber wir haben jetzt halt nochmal 10, 20 Sekunden diesen Pilzbestien verloren. Und jetzt haben wir hier diese Schlangenritter-Typis. Das ist nur einer zum Glück, okay. Was war das denn gerade? What? Der ist gerade kurz verschwunden und dann wieder aufgetaucht. Oh, das hasse ich so sehr. Magu Kenki, dass man dem am Anfang keinen Schaden machen kann. Das ist auch wieder in der Anti-Damage-Phase. Die machen halt so viel Schaden einfach. Das ist crazy wegen diesem Monatssegen. Macht man so brutal viel Schaden. Weil man jetzt hier tatsächlich schon ein kleines bisschen Zeitverdrängnis kommt, aber wie schon gesagt, einige Fehler gemacht, vor allem im Raum 1, erste Hälfte. Da hätte man locker nochmal was rausholen können. Also bisher. Oh, und jetzt noch Standardangriff und heftige Schläge um 20% nochmal erhöht. Wow. Krass. Kostet uns hier voll. Ich verbrenne. Autsch. Gefühlt mache ich mir die ganze Zeit mehr Schaden. Ich mache mir mehr Schaden als er mir. Jetzt ist halt das Ding mit dem, ich kann jetzt Alechino nicht heilen. Jeden anderen Damage-Dealer, DPS-Charakter, könnte ich jetzt einfach heilen. Aber sie kann ich halt erst wieder heilen, wenn sie ihre eigene Spezialfähigkeit hat. Das ist halt für ein Spiel, was so heftig auf Team-Comps und eigentlich Zusammenspielen und so baut, ist das halt ein ziemliches Handicap, kann man sagen. Weil wer wegen Charakter in einem Team, das eigentlich immer zusammenarbeitet, wo man dann den nicht heilen kann. Ich meine, es ist ein Widerspruch in sich, kann man fast sagen. So. Ja, die Anordnung der immerwährenden Vorrichtungen in Raum 3 ist natürlich ein Geschenk. Das ist wirklich ein Geschenk des Himmels. Einer der leichtesten Bosse im Spiel. Immer extrem nervig, wenn man halt sehr wenig Zeit hat. Aber zumindest nicht besonders stark. Also in der Regel kein Risiko, dass man hier stirbt. Wo ist er? Der da hinten ist es.
Das ist halt wirklich das Schwierige. Das ist halt das Nervigste dran. Wie viel? Ich habe jetzt locker 10 Sekunden verloren. Einfach nur, weil ich auf diesen Typen gewartet habe, dass er auftaucht und dass ich ihm Schaden machen kann. Das ist die Schwierigkeit bei dem Boss. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ey. Einfach ein Boss, der nur deswegen stark ist oder schwierig, weil er irgendwelche Mistviecher beschwört, die man für eine Zeit lang nicht angreifen kann, weil sie einfach im Boden versinken und so. Total bescheuert. Aber ich muss zugeben, das war der leichteste Ebene 12 seit einer Ewigkeit. Aber eigentlich Credits zu den Monatssegen, wobei die Gegner jetzt auch nicht besonders stark waren, muss man sagen. Aber wirklich Credits an den Monatssegen. Der hat uns hier heftig gecarried. Einer der besten Monatssegen aller Zeiten, würde ich fast sagen. 40% Damage Bonus. Das ist heftig. Naja, dann sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.